Hallo und willkommen zu Jack's World. Heute fangen wir Komodowarane auf Komodo. Auf Englisch nennen wir auch Komodo Dracheninsel. Das Forscherteam hat sich wieder zusammengefunden, nachdem das Krokodil im Zoo ist. Hier wird gerade zugebaut. Da kann man sehen. Guckt euch mal um im Zoo. Da hinten ist das Tigerrehe und das Kamel und das Warzenschweingehege. Da findet ihr noch ein Schlangengehege. Aber es hat mich mit diesem Stein gut gemacht, dass sie da so rauskriechen. Da werden noch Außengehege gebaut und Rohre verlegt an ein paar anderen Baustellen. Bis gleich im Dschungel. Heute mit dabei ist Dave. Dave Rowe. Er fährt den roten Land Rover. Hallo, willkommen auf Komodo. Die Insel ist eigentlich Naturschutzgebiet. Bei Forscher dürfen zwei von diesen Plastikplan mitnehmen. Sie kommen zu Forschungszwecken zu seinem neu angelegten Zoo. Wir müssen diesen Flusslauf überqueren. Grüne Lenny hat es geschafft. Wir müssen uns rausziehen. Da vorne, ich habe welche gesehen. Wir brauchen dringend den anderen Jeep. Der hat das Fangnetz, aber wir kriegen es nicht hin. Ich bin auf dem Steinfuß. Ich hab's geschafft. Pete, ich hab's geschafft. Ich bin auf dem nächsten Stein. Pete, guck doch mal, wo ich bin. Mann, der Weg sieht sehr beschwerlich aus. Willkommen, du Waran. Blöd. Ich habe den Weg nur aus der Ferne gesehen. In Wirklichkeit sind die Komodowarane ganz weit weg. Die klettern gerne auf Felsen. Ein guter Felsenkletterer. Da komm ich nicht hin. Wir brauchen das Fangnetz. Jede Menge Schlingpflanzen. Sieh krass. Blöd. Und auch sehr viele Wespen. Und sehr viel Seegras, Käfer, andere Sachen. Hoffentlich keine Schlange. Wir müssen den Haken unter Wasser befestigen. Ich tauche runter. Komodowarane haben sich ein trockenes Plätzchen gesucht, wo wenig Wasser hinkommt. Okay, geschafft.
Okay, wir können ihn rausziehen. Schafft er, denn er ist draußen. Locken die jetzt und kommen wir an. Ganz da hinten sind die Echsen in Steinbrüchen. In einem großen steinigen Bruch sind die Echsen. Vielleicht können wir sie ja irgendwie anlocken. Wir brauchen Fleischgüter, aber haben wir nicht.